Moin, mein Name ist Albo, ich bin gerade im Wald unterwegs, lecker essen im Regen. Das ist immer wieder ein kleines schönes Erlebnis, auch wenn ich nicht immer der größte Fan von Regen bin. Wir kochen uns heute Süß-Sauer-Reis mit Camembert, ja, und wie das hier draußen gelingt, wie das schmeckt und ein paar schöne Naturaufnahmen, dann bleibt da einfach dran. Tja, ihr seht schon, ja, ich habe die Kapuze auf, das habe ich nur seltenst. Aber im Moment regnet es wirklich sehr, sehr viel. Heute, also ist wirklich mal wieder extrem. Und jetzt gerade ist ein bisschen weniger. Deshalb spreche ich jetzt gerade auch. Und ab und zu wird man hier oben auf dem Schirm, ja, platschen hören. Das ist einfach eine Konstruktion, um ein bisschen Regen von der Kamera abzuhalten, damit ich hier draußen vernünftig filmen kann, weil unterm Tarp kriege ich nicht genug Licht rein sozusagen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ansonsten legen wir mal langsam los. Was haben wir jetzt? Was haben wir denn in unserem kleinen Kochbeutel wieder mit dabei? Ich kann übrigens nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen Gedanken macht darüber, dass sein Rucksack dreckig wird und so, wenn er das Geschirr reintut, so ein Jutebeutel zu nehmen. Am besten auch besser als so ein Plastiksack jedes Mal, weil das Ding, das kannst du einfach in die Waschmaschine reinhauen, ja, wenn es nach ein paar Mal benutzen dreckig ist, weil, keine Ahnung, von der Pfanne was abgelaufen ist oder sonst irgendwas. Und dann ist das gut und dann musst du nicht jedes Mal einen Plastikbeutel nehmen und du machst den Rucksack nicht dreckig. Wenn du natürlich einen Hund hast, ja, und der alles frisst und auch alles fressen kann, so wie das gefräßige Viech hier unten, dann ist es sowieso kein Problem, weil ich lasse mittlerweile einfach die Pfanne und den Topf immer ausschlecken und dann ist das fast wie sauber. Dann muss zu Hause nur noch einmal ein bisschen abgespült werden. Wir kochen auf dem Trang hier, weil es die beste Art zu kochen, die ich finde hier draußen. Vor allen Dingen, wenn es regnet, will ich hier kein großes Lagerfeuer machen, bis ich hier trockenes Holz gefunden habe und so weiter, bin ich ja schwarz. Schöne Gewürzmischung, ja, alle Gewürze nochmal zusammen. Kleines praktisches Ding. Aluminiumgeschirr, ja, ich weiß, Gesundheitsbedenken und so weiter. Ne? Das Ding hier kann man auch als Pfanne benutzen, das werde ich später tun. Wir kochen erstmal den Reis. Knapp 90 Gramm Reis, glaube ich, sind hier drin. Das reicht für eine kleine Mahlzeit draußen. Abgefüllte Süß-Sauersoße, lecker, lecker. Etwas Öl zum Braten für den Camembert. Für den Reis noch zum Kochen haben wir ein bisschen Brühe. Ihr müsst das natürlich nicht so machen, denn ihr könnt ja auch zum Beispiel ein Stück Putenbrust oder ein Steak oder eine Bratwurst dazu nehmen. Je nachdem, was natürlich zu süß-sauer ganz gut passt. Ich finde, Camembert und süß-sauer passen gut zusammen. Allerdings finde ich auch Fischstäbchen und süß-sauer passen zusammen und das findet meine Frau überhaupt nicht. Zum Schluss machen wir zum Reis jetzt noch ein bisschen Brühe dazu, damit er noch ein bisschen mehr Geschmack kriegt. So, der Reis muss jetzt knapp 10 Minuten durchkochen, ja, bevor wir dann mit dem Deckel anfangen, den Camembert zu braten. Und das ist die beste Situation, um natürlich entspannt ein bisschen spazieren zu gehen mit dem Hund. Tja, mein Name ist Alvo und ich bin gerade auf dem benachbarten Feld unterwegs. Nein, Quatsch. Ist natürlich noch dasselbe Video, ja. Wir sind hier ein bisschen aus dem Wald rausgegangen, ja, ein bisschen spielen. Da hinten irgendwo sind wir eigentlich drin. Da ist gerade der Reis am Kochen. Ich habe das von hier noch im Auge, keine Angst. Ja, haben wir ein bisschen besser Stöckchen werfen können und so weiter und nicht so weit ins Unterholz gehen. Und der Sam fühlt sich hier mega wohl. Und hier gibt es einige Tierspuren, fand ich sehr interessant, die mal so zu verfolgen. Ich bin da wahrlich kein Experte drin, ja, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich versuche darüber gerade ein bisschen was zu lernen und da ist sowas einfach super schön. Okay, probieren wir mal ein bisschen Reis. Ja, brauchen noch ein paar Minuten. So, probieren wir nochmal den Reis, ob er jetzt gut ist. Top. So, jetzt gießen wir den einmal ab. Und haben jetzt lecker Reis. Bin ich auf einmal in eine Sauna geraten?
So, jetzt kann man wieder besser sehen. Ja. Reis ist draußen deutlich einfacher zu machen als Nudeln. Ja, alles, was so ein bisschen mehr mit Aufquellen zu tun hat, auch Bulgur zum Beispiel und so weiter und so fort, dann kann ich das immer nur super als Beilage empfehlen. Vor allen Dingen, weil Reis auch satter macht, als es Nudeln zum Beispiel tun. Das ist jetzt unsere Pfanne. Da machen wir jetzt ein bisschen Öl drauf und packen unseren kleinen Camembert mit drauf. Wie ich bereits erwähnt habe, könnt ihr natürlich anstatt Camembert auch alles Mögliche dazu machen. Ja, ob es jetzt eine Putenbrust, ein Steak ist, eine grobe Rostbratwurst, eine Chorizo-Wurst, alles Mögliche, ja, könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen und dann jeweils die Soße an das anpassen, was ihr sozusagen als Hauptgericht essen wollt. Ich wollte einen leckeren Camembert essen. Ich habe einfach im Moment viel Lust auf Käse und das war was Einfaches, was ich noch zu Hause hatte. Ja, kann man ganz einfach braten in so einem Topfdeckel und dann ist es ein super leckeres Essen zusammen. Ja, kann ich nur jedem weiterempfehlen. Der Backcamembert ist jetzt fast fertig gebraten. Ja, wir sehen ihn da hinten ein bisschen weiter brutzeln. Jetzt geben wir noch ein bisschen den schon wieder kältere gewordenen Reis dazu. Ja, aber nur ganz kurz, um den wieder ein bisschen anzuwärmen, vielleicht auch noch ein bisschen anzubraten. Ja, dann geben wir die Soße dazu und dann können wir auch schon essen. Lecker, lecker. Wunderbar. Ist alles noch sehr heiß, aber wir probieren jetzt mal. Oh. Guckt euch das an. Der Camembert ist so richtig knusprig und knackt so richtig, wenn du den rausholst. Mmh. Oh. Hört ihr das Knuspern? Geil. Ja, noch mal ein bisschen Reis dazu. Reis und süß-saure Soße. Das passt einfach zusammen. Draußen gut und einfach kochen, so leicht kann es sein. Ja, wirklich ein geiles Essen, muss ich sagen, mit den einfachsten Zutaten und auch nicht wirklich schwer. Also beim Reis muss man kaum dabei sein, ja, da kann man nicht viel falsch machen. Und das kurze Braten vom Camembert, ja meine Güte, was soll da schon groß schief gehen, außer dass er vielleicht mal ein bisschen anbappt. Also für jedermann draußen, der ein bisschen was kochen möchte, eine super Idee, ja, und auch gut kombinierbar. Probiert da vielleicht einfach mal aus. Man könnte zum Beispiel den Reis auch durch Spätzle ersetzen. Also frische Spätzle, nicht die zum Aufkochen. Oder alles mögliche andere. Ja, probiert da gerne ein bisschen raus. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare mal Anregungen für mich, was ich noch so kochen kann. Weil im Moment habe ich wieder richtig Spaß am draußen kochen. Ja, entdeckt da sozusagen wieder ein bisschen zurück für mich. Ich habe immer sehr low gekocht, also sehr wenig gekocht. Eher so Fertigsachen gegessen in letzter Zeit, wenn ich draußen war. Und jetzt fange ich wieder an, ein bisschen Spaß daran zu gewinnen. Ja? Und da würden mich mal sehr eure Anregungen interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da. Ja? Aber nur, wenn du wirklich drauf Lust hast, hier links und rechts oben findest du weitere Videos, zum Beispiel Koch-, Bushcraft-Touren etc. Einfach mal durchklicken. Hier rechts auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Oder kommst auch zum Abonnieren-Button von meinem Gear-Kanal. Da einfach auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.